Für unsere Ehe hätte ich gerne den Segen von oben. Du willst kirchlich heiraten? Auf die Erklärung bin ich jetzt gespannt. Was fällt Ihnen ein, mir eine Nachricht auf meinem AB zu hinterlassen? Aber ich habe doch nur wegen des Telefons. Also ist es Terpentin? Mhm. Damit ruinierst du den Mantel. Das ist Acrylfarbe. Damit gehen wir am besten mit verdünntem Spiritus ran. Naomi, wo ist mein Bild? Das hast du gerade ruiniert. Ja, nicht diese schlechte Fälschung, sondern das Original, das da gehangen hat. Mein Bild war besser als dein ödes Original. Aber du musstest ja unbedingt deinen Mantel da drüber hängen. Birgit. Es ist verkauft. Verkauft? Und zwar zu einem super Preis. Das Bild, das Carla nicht auf dem Markt in der... Du hast es zu den Sachen gestellt, die ich versteigern durfte. Habe ich nicht. Es stand aber auch nicht bei den Sachen, die du behalten willst. Ich hab dir gesagt, dass an dem Bild Erinnerungen hängen und du verkaufst das einfach. Ja, das habe ich erst begriffen, als es schon zu spät war. Und anstatt dann zuzugeben, dass du Mist gebaut hast, versuchst du mir so eine Fälschung anzudrehen. Wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Meine Kopie war gut. Komm, gib mir die Nummer von dem Käufer, ich regel das. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Wenn du den Verkauf rückgängig machst, dann verklagt er mich. Ja, das will ich hoffen. Du kannst ja nicht einfach irgendwas verkaufen, was dir nicht gehört. Bist du bescheuert oder was? Man muss sich aber auch nicht vor dem Altar trauen lassen, um an die Ehe zu glauben. Aber diesmal möchte ich einfach mit dir alles richtig machen. Und dazu gehört natürlich auch eine kirchliche Trauung. Kostet dich das so viel Überwindung? Es fühlt sich einfach unehrlich an. Ich meine, welchen Sinn hat eine kirchliche Trauung, wenn die Institution Kirche in meinem Leben keine Rolle spielt? Geht's? Ja. Und es gibt auch Standesbeamte, die sehr schöne Zeremonien durchführen. Darum geht's gar nicht. Wir feiern 3 Tage lang mit allen Freunden, ausgiebig, wenn du willst. Aber bitte, bitte keine Kirche. Wenn es wirklich so ein Problem für dich ist, dann muss es aber ein richtig guter Standesbeamter sein. Ich besorge uns den Besten, den es gibt. Tee? Danke, jetzt nicht mehr. Von deinem alten Fahrrad. Deswegen hast du es mir geschenkt, damit es bequemer für dich ist. Nein, dieses Fahrrad, das steht für Freiheit und Selbstständigkeit. So wie das Originalfahrrad aus deiner Kindheit. Und diese Flügel hier, die sollen dich daran erinnern, dass es sich manchmal durchaus lohnt, wenn man sich für seine Träume abstrampelt. Wie sieht das denn aus, wenn der Inhaber von Bio Mertens sich auf dem Fahrrad der Konkurrenz durch die Stadt fahren lässt? Ja, das ist doch super. Dann kriegt jeder mit, dass ich die attraktivste Frau der Stadt abbekommen habe. Und sie so gut dressiert habe, dass sie mich durch die Gegend kutschiert. Dressiert?
Janssen? Ah, ja, deswegen habe ich Sie kontaktiert. Ja, ich werde den Preis durchkalkulieren und dann melde ich mich wieder. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Kann ich dir helfen bei der Kalkulation? Ich habe kein Problem mit Mathe. Herr Mertens. Sönke, moin. Wie gefällt dir denn Veras neues Fahrrad? Ja. Hat sich eine bessere CO2-Bilanz als deine Lieferfahrzeuge. Ihr Vater hat es mir geschenkt. Anscheinend will er nicht, dass ich so schnell bin wie er. Dann hätte ich aber die Flügel abgeschraubt. Ich gehe mal zu meiner Kalkulation. Dir ist schon klar, dass dieses Fahrrad auf deinem Mist gewachsen ist. Was ist los? Ich bin müde. Das sieht aber anders aus. Schon wieder die Journalistin? Einmal, wenn du jemanden zum Reden brauchst, bin ich jederzeit für dich da. Sicher, dass Lilly warm genug angezogen ist? Ja, klar. Ja, willst du nicht vielleicht doch lieber mal Sonja anrufen, dass die das checkt? Die würde sich bestimmt freuen, von dir zu hören. Warte. Berger? Papa? Ist was passiert? In Lüneburg? Doch, natürlich freue ich mich. Ja. Ja, und Ben freut sich, dich endlich kennenzulernen. Ja, schön, dann sehen wir uns morgen früh. Gut, bis dann. Tschüss. Wie, dein Vater kommt nach Lüneburg? Ja, der soll ja in der Klinik eine Kardiomyoplastie durchführen. Ach, da hat er ja bestimmt wenig Zeit, oder? Du lernst endlich meinen Vater kennen. Hm, ich freue mich so sehr. Meistens morgen kommt der Opa. Hey, er ist nicht so wie meine Mama. Ha, die beiden sind verheiratet. Hey, Jule, ne? Hey. Ist alles in Ordnung? Okay, ich gehe dann schon mal mit Lilly spazieren, ja? Komm bitte. Lars? Als Carla das Bild auf dem Markt entdeckt hat, war es ja im Prinzip noch gar nicht fertig. Frühjahr und Herbst hatte der junge Typ schon gemalt, aber Carla wollte unbedingt auf den Sommer warten. Also habe ich eine Flasche Pastis besorgt, wir haben uns auf den Markt zu dem Maler gesetzt und auf die Sommerlandschaft gewartet. Und warum habt ihr das Bild dann im Keller vergraben? Jetzt sind wir noch schuld, dass du es verkauft hast, oder was? Nein, Quatsch. Es tut mir leid, Torben. Ich habe den Käufer bekniet, aber der ist knallhart geblieben. Und dann dachte ich, vielleicht würde dich eine kleine Kopie ein wenig trösten. Wenn ich das Bild ansehe, dann denke ich eher an Chaos und nicht an die Bretagne. Ach, ich habe das Bild schon abgeschrieben. Echt? Ja, super. Das Bild ist übrigens zu einem super Preis weggegangen. 5.423,89 € sind 2.711,95 € für jeden. Sag mal, wann hast du das ausgerechnet? Und wieso für jeden? 50-50. Das war der Deal. Du glaubst ja nicht etwa, dass ich diese Aktion auch noch belohne? Ja, wovon soll ich dann meine Schulden im Hotel bezahlen? Was für Schulden im Hotel? Ich habe einen Reiseveranstalter eingebucht, mit dem das Drei Könige nicht mehr zusammenarbeitet. Und der hat die Rechnung nicht bezahlt und jetzt muss ich die 3.000 € begleichen, damit ich vor Herrn Flickenscheer zu meinem Fehler stehen kann. Und er ist ja noch auf heimischer Reha und ich bin noch in der Probezeit. Und außerdem hätte ich das Geld ja zusammen. Also mit dem Gewinn aus dem Verkauf, abzüglich deiner 50%, könnte ich die 3.000 € zahlen und mir würden sogar noch 75 € bleiben. Also, vorausgesetzt, du teilst mit mir. Torben. Der Pastor hat dich nochmal geküsst und dann hast du ihm eine runtergehauen. Ich habe ihn geküsst und dann habe ich ihm eine runtergehauen. Und wieso? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich wollte ich einfach nur, dass er Schuld hat an dem Kuss und überhaupt. Und warum hast du ihn geküsst? Weil er hat auf unseren AB gesprochen, dass ich mein Handy bei ihm vergessen habe. Ups. Nichts ups. Ich habe Oma einfach nur im Gemeindehaus geholfen. Und
Lars ist natürlich richtig sauer gewesen wegen dieser Nachricht auf dem AB. Er hat mir vorgeworfen, dass ich nur nach Vietnam möchte, um Pastor Mertens zu vergessen. Und hat er recht? Hallo? Juli, ihr habt euch zum zweiten Mal geküsst, da liegt der Verdacht doch nahe. Mann, Britta, jetzt fall mir nicht auch noch in den Rücken. Wisst ihr eigentlich, was ihr mich alle mal könnt? Hey, beruhig dich. Ich bin auf deiner Seite. Ich erkenne mich selbst nicht mehr. Erst küsse ich den Pastor, dann haue ich ihm eine runter. Vielleicht solltest du alleine nach Vietnam fahren, um deine Gefühle zu sortieren. Na, ihr beiden. Hallo. Hallo, Julchen. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Hm? Es macht mich nur fertig, dass Lars nicht begreift, wie wichtig mir unsere Hochzeitsreise ist. Kind, wenn ihr beide eure Ehe retten wollt, dann schafft ihr das doch mit oder ohne Reise. Die Frage ist nur, ob du das noch willst. Natürlich will ich das. Lars ist der Mann, für den ich mich entschieden habe. Ja, sehr gut. Man gibt eine Ehe nicht einfach leichtfertig auf. Genau. Und deswegen schaffen Lars und ich das auch. Vielen Dank, Frau Köllert. Danke. Bis bald. Ja, tschüss. 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 Kennst du wirklich jeden Kunden mit Namen? Mhm, die Stammkunden schon. Das ist echt eine Weile her, dass ich das von mir behaupten kann. Deswegen kaufen die Kunden ja bei mir und nicht schräg gegenüber. Ach. Und es werden immer mehr. Frau Rose, Frau Jansen, guten Abend. Na Gott sei Dank, ich fürchtete schon, ich bin zu spät. Ich möchte bitte dieses Brot. Natürlich, das letzte für Sie. Haben Sie wirklich damit gerechnet, dass das Brot ausverkauft sein könnte? Na, ich bitte Sie, es wäre nicht das erste Mal. Und nachdem jetzt auch alle meine Freundinnen und Brettstaben von Frau Christiansens Backwaren begeistert ja, sind. Ja, und Frau Jansens Britschdamen sind Meister in Mundpropaganda. Sie verstehen. Oh, seit wann haben Sie denn Mohnbrötchen? Seit heute. Auf Dinkelbasis. Aha. Und Eier haben Sie nicht? Nein. Eier, wenn alles gut läuft, ab morgen. Ach, da bekommen Sie sicher auch einen Kühltresen rein. Nein, 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 nein. Eier müssen nicht kühl lagern. Das ist ein altes Hausfrauenmärchen. Frau Rose, was Sie alles wissen. Ja. Sie können übrigens auch ganz hervorragende Bio-Eier im Biomarkt schräg gegenüber kaufen. Nein, wir lassen uns nicht abwerben. Woher kommen denn Ihre Eier? Hm? Ich beziehe meine Bio-Eier von Stöckel und Perl, einem ganz renommierten Bio-Großhändler in Ulm. Na, haben Sie denn keine Angst, dass die Küken schlüpfen, bevor die Eier da sind? Naja, bei Großhändlern weiß man doch nie, woher die Ware wirklich stammt. Bauer Siedhof, Dannenberg. Ich warte auf meine Eier. Ja, wir warten. Wir warten auf die Eier. Also, schönen Tag noch. Schönen Abend. Tschüss, tschüss, Frau Jansen. Ja. Abend. Können ja nicht alle Kunden so kritisch sein wie die. Na, denen, die es nicht sind, bringe ich es schon bei. Ich werde dir gleich ganz was anderes beibringen. Hey! Oh. Hey! Sind spannende SMS? Ja, unwichtig. Ich wollte nur Danke sagen. Nochmal. Ja, dass du beim Dekorieren geholfen hast im Gemeindesaal. Das war. Mit dir doch immer. Pastor Mertens, haben Sie schon was in der Gemeinde gehört, wegen der Wohnung? Bist du denn schon weitergekommen? Den ganzen Tag Anzeigen durchgewälzt, aber noch nichts. Ja, beim Autopolieren findet man auch keine Wohnung. Willst du mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass es in ganz Lüneburg keine Wohnung und kein Zimmer gibt, was du dir angucken könntest? Doch, aber ja vielleicht nächste Woche. Super, dann hast du ja ordentlich Zeit, deinen ganzen Schlafkram wegzuräumen. Falls du dich erinnerst, wir hatten eine Abmachung. Du kannst im Gemeindesaal schlafen, solange bis es die geregelten Abläufe stört. Den Kirchenchor, den habe ich auf dem Zettel. Bis dahin ist alles picobello. Hoffentlich. Wow, dass du da ruhig bleiben kannst, das war ganz schön unfair. Antiaggressionstraining im Knast. Nein, brauchte ich natürlich nicht. Aber jeder hat mal einen Scheißtag. Heute war halt der Pfarrer da. Muss man drüber stehen. Sehr souverän. Ja, dann suchen wir jetzt eine Wohnung. Wir? Ja, ich helfe dir.
Baggerst du mich gerade an? Ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir hilfst. Der ist stinksauer. Du hast ihm also gebeichtet? Er hat rausgefunden, dass ich ihm eine Kopie unterjubeln wollte. Bitte? Oh. Das war deine grandiose Idee? Du hast das Bild gefälscht? Meine Kopie war gut, bis Torben seinen Mantel draufgelegt hat. Oh Gott, jetzt kann ich mir natürlich das mit dem Gewinn teilen, in die Haare schmieren. Du lachst, ich kann die Rechnung nicht zahlen und verliere meinen Job, Mike. Hey, hör zu, ich hab dir schon gesagt, Herr Flickenschild ist ein fairer Chef. 3000 Euro, Mick. Ich koste das Hotel 3000 Euro in meiner Probezeit. Fehler passieren. Ja. Gerade in der Probezeit. Solange man dazu steht, ist alles in Ordnung. Und bei dir ist das was anderes. Du bist sowas wie Flickenschilds Ziehsohn. Herr Flickenschild weiß genauso gut wie ich, dass du hier super Arbeit machst. Beichte ihm die ganze Sache. Sobald er zurück ist und sie von der OP erholt hat. Mir wäre es lieber, ich könnte ihm gleich eine Lösung anbieten. Okay. Ich leihe dir die 3000 Euro. Aber ich bekomme sie zurück. 500 pro Monat. Du hast eben mal so 3000 Euro locker? Ich bin Birdie Eckert. Ich bin ein totaler Fan von Birdie Eckert. Er ist ein wirklich grandioser Bassist. Golfer. Ich habe noch ein bisschen was von meinem letzten Turniersieg übrig. Also, ich leihe dir das Geld und dafür beichtest du Herrn Flickenschild. Ja, sobald er wieder auf den Beinen und zurück im Hotel ist. Du bist wirklich ein guter Freund, Birdie. Ich weiß. Ja, ja, klar, Herr Hartholz. Ich werde Ihnen umgehend die erste Umsatzaufstellung unserer neuen Filiale zuschicken. Selbstverständlich. Ja, ja, ich glaube, wir sind ja hier in Lüneburg auf einem ganz guten Weg, Herr Hartholz. Ja, mache ich, klar. Tschüss, wiederhören. Hunger? Ja, großen Hunger. Und Lust. Große Lust. Gut, dass der rote Lack nicht an deinen Wänden ist. Gefällt's dir? Na, ich finde, der rote Lack passt viel besser zu deinem Fahrrad. Warte, ich helfe dir. Na, ich kann das. Wolltest du nicht Lüneburg verlassen, sobald dein Laden gut läuft? Willst du mich loswerden? Nein, aber du hast eine Wohnung angemietet. Und das sieht ja nicht so aus, als ob du weggehen würdest. Tja. Pläne können sich ändern. Außerdem gefällt mir die Aussicht, in deiner Nähe zu sein, sehr. Obwohl ich noch immer nicht weiß, was das zwischen uns beiden ist. Du hast mir gesagt, dass deine Beziehungen nicht lange halten. Ja, in den letzten Jahren war das auch so, aber muss ja nicht in der Zukunft so sein. Du verunsicherst mich. Du berührst mich irgendwie. Das verunsichert dich. Sehr. Dann wird es wohl nichts zwischen uns beiden. Ich mag das aber sehr, verunsichert zu werden. Ich könnte Tag und Nacht von dir verunsichert werden. Weißt du, worauf du dich da einlässt? Ja.
Jule. Ich war gerade auf dem Weg ins Rosenhaus. Ich wollte noch dir sehen. Ich will nicht, dass du heute Nacht im Rosenhaus schläfst, bitte. Wahrscheinlich schlafe ich gar nicht. Vielleicht hast du ja Lust, bei mir nicht zu schlafen? Lars, heute Nacht... Jule, ich habe ein paar Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen dürfen. Der Punkt ist, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dir unterstellt habe, du hättest Gefühle für Pastor Mertens. Aber der Kuss, den du mir gestanden hast, hat mich einfach mehr aus der Bahn geworfen, als mir lieb ist. Aber es war nur ein Kuss. Und er hatte keine Bedeutung. Lass uns einfach wegfahren. Nur wir beide. Lars, du hast gerade unsere Hochzeitsreise abgesagt. Ja, ich weiß. Weil ich nicht so lange weg kann und auch nicht so weit. Aber du hast recht, wir brauchen einfach mehr Zeit. Vielleicht nach Fehmarn? Nur Wind und Wellen. Du und ich. Was sagst du? Das ist ja schön. Das ist. Kommst du mit nach Hause? Zu mir? Freust du dich denn gar nicht, Brittas Vater kennenzulernen? Ich kenne ihre Mutter, das reicht. So schlimm? Ja, ich bin gespannt. Aber noch so ein Fehlschlag wie mit Hannelore, da stehe ich nicht durch. Hilf aber mal, du kriegst den Ober bestimmt gebrochen. Gegen uns Mädchen kommen die Jungs doch sowieso nicht an. Du solltest Lilly den Umgang mit meiner Schwester verbieten. Ja, ich denke drüber nach. Also, tschüss dir bald. Ciao. Was ist? Immer noch sauer? Ich frage mich wirklich, ob du alle außer dir für bescheuert hältst. Mir versuchst du eine Kopie des Bildes unterzujubeln und deinen Chef verschweigst du eine geplatzte Hotelrechnung. Ich werde mit Flickenschild reden, sobald er wieder zur Arbeit kommt. Und was die Idee mit der Bildkopie angeht, das war immer noch besser, als mit leeren Händen vor dir zu stehen und zu beichten. Genau. Ich kam mir nicht nur betrogen, sondern auch noch veralbert vor. Okay, das mit dem Bild war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber Flickenschild ist sicher weniger sauer, wenn mein Fauxpas ihn jetzt auch nicht noch Geld kostet. Hast du mir nicht zugehört? Ich werde deine Aktion nicht auch noch belohnen. Ich brauche dein Geld nicht. Wo willst du denn bitte 3000 Euro hernehmen? Mick Eckert? Wusstest du, dass er Golfprofi war? Na klar. Du findest immer einen Dummen, der dir aus der Patsche hilft, nicht? Nach dieser Heilung hat mir meine Physiotherapeutin angeraten. Hat sie dir auch gesagt, wie ich an dich geraten bin? Bitte? Hat sie dir gesagt, wie ich an dir liegen darf? Du darfst alles, solange es mir nicht wehtut. Deine Verantwortung. Geht das? Ah. Also nicht. Geht das? Auch nicht. Warte. Okay. Ich glaube, das Kissen ist zu hart. Bist du gläubig? Klar bin ich gläubig. Ja. Sonst hätte ich dir doch nicht den Glücksgulden von meinem Opa in den OP mitgegeben. Nein, den Talisman, das meine ich nicht. Ach so. Ja, ich glaube schon an eine höhere Macht. Ich glaube nur nicht, dass ich ihr begegne, wenn ich mich auf eine Kirchenbank setze. Weißt du, Gunther, das finde ich jetzt komisch. Seit ich dich kenne,
War Gott nie ein Thema? Merle, ich habe, wenn du so willst, das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und vor der OP. Ja, das war das erste Mal seit Jahren, dass ich überhaupt wieder gebetet habe. Heißt das jetzt, dass du, sobald du wieder sitzen kannst, auf einer Kirchenbank hockst? Oder im Sattel. So, mein Schatz, jetzt wird geschlafen. Morgen lernst du endlich den Opa kennen. Ja, das wird ihr leichter fallen als mir. Ach, Quatsch. Dir wird mein Vater schon gefallen. Ja, die Frage ist nur, ob ich ihm gefalle. Natürlich. Wie lange hast du deinen Vater eigentlich nicht gesehen? 5 Jahre fast. Und das macht dir nichts aus? Er war nicht mehr bei unserer Hochzeit dabei. Ja, doch, ich finde das schon schade. Aber mein Vater ist einer der gefragtesten Herzchirurgen weltweit. Ich bin das gar nicht anders gewöhnt. Klingt ja nicht, als wenn ihr ein besonders inniges Verhältnis gehabt hättet. Doch, eigentlich schon. Er hat mich früher immer überrascht. Mit einem Ausflug oder kleinen Geschenken. Immer dann, wenn ich es nicht erwartet habe. War er ein guter Vater? Für mich der Beste, den man sich vorstellen kann. Du kannst dir nur nicht vorstellen, wer meine Mutter heiratet. Ja. Da kommt einer der weltweit gefragtesten Herzchirurgen und ich habe zurzeit nichts anderes vorzuweisen, als Windeln wechseln und Brei warm machen. Super. Ben, du bist der wunderbarste Mann der ganzen Welt. Du musst dich nicht verstecken vor nichts und vor niemandem, hörst du? Ja, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Heimlich aus dem Bett rausschleicht. Was könnte das bedeuten? Im ungünstigsten Fall, dass ich wieder laut geschnarcht habe oder so. Ich muss in den Laden Brot und Brötchen. Was? Um die Zeit? Aber deine tollen Wildkräuterbrotbrötchen, die können doch gar nicht gut werden, wenn du unausgeschlafen bist. Ist das deine subtile Art, die Konkurrenz auszustechen? Das ist ja eine großartige Idee. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hey, mach mal die Krawatte ab. Es geht auch ohne, ja natürlich. Oh, viel besser. Ja, siehst du? Aber du, dein Vater ist ja nicht. Jetzt entspann dich mal. Guck dir mal den Papa an. Puh. Hey! Papa. Guck mal, da ist der Opa. Papa, mein Herzblut. Hallo. Na? Ich hab dich viel zu lange nicht gesehen. Ja, das stimmt allerdings. Das ist deine Kleine. Ja. Ach, sie ist bezaubernd. Wie habt ihr das nur so gut hinbekommen? Wollen Sie sich vielleicht mal halten? Ja, klar. Darf ich? Ja, natürlich. Ja. Geh mal zum Opa. Ach. Geh mal zum Opa. Ja. Das du? Und das ist wohl Ben, ne? Das ist Ben, ja. Mein Mann, ja. Meine Frau hat mir schon viel von dir erzählt. Hannelore hat dir das Leben wohl ordentlich schwer gemacht. Na, du? Ja. Ach, Britta, rette mich, die kleine Raubbier, mein Herz. Ja, ich seh schon, komm mal her. Komm mal her. Und du bist in Vaterschaftsurlaub, habe ich gehört. Ja, ich habe eine kleine Firma im Bereich regenerative Energien und die läuft mittlerweile so gut, dass ich mir eine kleine Pause gönnen kann. Du bist jetzt schon ein viel besserer Vater, als ich es hier war. Britta hat mir gestern erst versichert, dass Sie ein sehr guter Vater gewesen also, sind. Ich war zwar leider nicht auf eurer Hochzeit, aber du bist mein Schwiegersohn. Ich bin Hartmut. Ah, Ben. So, kannst du jetzt mal den Mantel ausziehen? Dann kann ja, man gerne, mach ich. Vielen Dank. Wer hätte das gedacht, dass Jan Mertens mal Werbung für dich macht? Ach, verstehe. Das rote Fahrrad musste gefeiert werden. Ja. Jan möchte ein bisschen mehr Zeit mit mir verbringen. Hm, hat er das gesagt? Unter anderem. Sag mal, die Mohnbrötchen, die sind neu, oder?
Du erweiterst dein Repertoire aber schnell. Mhm. Zum Überleben. Ich erwarte noch Eier und alte Gemüsesorten. Dann ist es also nur eine Frage der Zeit, bis der Konkurrenzkampf wieder losgeht. Mhm. Im Moment genieße ich es einfach, dass es privat und beruflich so gut läuft. Und wenn Frau Rose mir auch noch die Wildkräutermischung mitbringt, bin ich die glücklichste Unternehmerin der Stadt. Sollte ich? Ich wusste nicht. Röschen, alles in Ordnung. Schön, dass du da bist. Toller Rucksack. Hat mir mein Mann geschenkt. Packe nicht so voll, sonst wird er zu schwer. Ach nö, weißt du, das ist so ein Hightech-Teil, weißt du, da kann man reintun, was man will, der bleibt immer wieder leicht. Also ich bin so froh, dass wir unsere Ehe wieder im Griff haben. Haben wir? Wir wissen doch, was wir wollen. Also bekommen wir das auch wieder hin. Die Tage auf Fehmarn werden uns gut tun. Hm. Das könnte wichtig sein. Was könnte denn wichtiger sein, als meine wunderbare Frau in den Arm zu halten? Tom Lichtenhagen. Kann warten. Ja, aber vielleicht hat er Neuigkeiten, was den Verkauf von Winter in West angeht. Herr Lichtenhagen? Hallo, hier spricht Julie Jansen. Einen kleinen Moment, mein Mann ist sofort für Sie da. Danke. Guten Morgen, Herr Lichtenhagen. Hat sich der Investor noch mal gemeldet und ein besseres Angebot abgegeben als das letzte? Hm, ja gut, da scheint es ja dann schon wieder richtig gut zu gehen. Zu gut. Was heißt das? Er hat mir einen Antrag gemacht. Im Ernst? Oh, und das sagst du mir so nebenbei? Ja, gratuliere. Ach Gott. Wow. Wird ja auch mal Zeit, dass ich dich ganz in Weiß sehe. Hey, jetzt fang doch nicht auch noch damit an. Ich hatte gestern schon eine lange Diskussion mit Gunther darüber. Du willst nicht kirchlich heiraten? Naomi, bitte, was hab ich denn mit der Kirche am Hut? Und was sagt Gunther dazu? Ja, dem liegt leider sehr viel an einer kirchlichen Trauung. Ja, ja natürlich. Sobald ich das Angebot geprüft habe, melde ich mich bei Ihnen, Herr Winter. Ja, wieder. Na? Hi, hast du schon gehört? Was denn? Merle wird heiraten. Ja. Hey, gratuliere. Danke. Das wird ja auch endlich Zeit. Na, danke. Heute ist ja ein besonders schöner Tag. Ja, warum? Du hast mehr Glück als Verstand. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von dem Makler in Südfrankreich. Deine ehemalige Wohnung in Nizza ist verkauft. Wow. Für wie viel? 300.000. Gott, ich habe Gewinn gemacht? Also genau genommen habe ich Gewinn gemacht. Inzwischen gehört die Wohnung ja mir. Aber ja, abzüglich der Schulden, die du bei mir hast, bleiben dir 30.000. Ich kann Vic die 3.000 Euro zurückzahlen und habe noch jede Menge Schotter übrig. Pädagogisch gesehen ist das ja eher Mist. Ach, du weißt ganz genau, dass es nichts bringt, mich zu erziehen. Ja. So, ich brauche mal wieder einen Strauß für eine Mandantin. Mandantin. Ja, Geburtstag. Ich mache mir hier nur einen Kaffee. Vera hat mir erlaubt, dass ich hier einen Kaffee machen kann. Mhm. Schicker Bademantel. Ist das auch deiner? Ich kaufe mir einen neuen, versprochen. Hm. Ich bringe die Kräutermischung für die Brote vorbei. Ach, das ist ja interessant. Minze, Rosmarin. Betriebsgeheimnis. Gut, ich verrate nichts. Also wir passen schon auf, ja? Also tschüss dann. Hätten Sie Zeit, heute in der Werkstatt vorbeizukommen? Ich? Ja, Ariane und ich, wir haben da eine kleine Überraschung für Sie. Ihre Schuhe sind fertig. Sie müssen sie nur noch anprobieren. Wie? Sie haben für mich Schuhe gemacht? Ich habe nur assistiert. Wie? Also, ich kann es doch gar nicht glauben. Sie haben nach Ihren Entwürfen Schuhe für mich gefertigt? Sie haben Ihnen doch gefallen, die Entwürfe, oder? Ja, ja, natürlich sehr sogar. Also, ich freue mich riesig. Danke. Bis dann. Tschüss. Ja, bis später dann. Und du hast meiner Mama ein Fahrrad geschenkt? Ja, ein Lastenfahrrad für ihren Laden. Sie hat sich sehr gefreut. Ich glaube ja, dass das Fahrrad seinen Zweck voll und ganz erfüllt hat.
Den Spruch jetzt hier im Bademantel zu bringen, finde ich ganz schön frech. Naja, Vera hat sich jedenfalls gefreut. Ich mag sie. Mich? Aber wer mit Veras Gefühlen spielt, bekommt es mit ihrem Onkel zu tun. Ah. Und mit mir. Ja, okay. Da drüben ist, glaube ich, ein guter Aufenthalt. Sekunde, warte. Stückes erinnerst? Ich erinnere mich an die Kleinigkeiten zur Hochzeit. Ben, du kennst dich doch aus mit so Stromdingern. Weißt du, mein Tageslichtwecker ist kaputt. Zwar keine Windkraftanlage, aber... Ja, von Haus aus bin ich Elektriker. Meinst du, kannst du dir mal ansehen? Ich bin noch nie so entspannt aufgewacht wie mit diesem Teil. Wird langsam hell, Vögel zwitschern. Vom Band. Ja. Ach, jetzt mach mir doch nicht meine Illusionen kaputt. So, wahrscheinlich ist nur eine Sicherung durch. Ich kann am offenen Herzen operieren. Aber... Wow. Ja. Wie du da drin den Überblick behalten kannst. Faszinierend. Pinzetta? Das ist eine Weile her, dass ich bei einer OP nur assistiert habe. Oh, das tut mir leid, ich hatte nicht. Meine Frau muss ja mächtig Eindruck bei dir hinterlassen haben. Ja. Was ist denn das eigentlich für eine OP, die du hier in Lüneburg durchführst? Eine Kardiomyoplastie. Wenn ein Patient unter einer Herzinsuffizienz leidet, also das Herz seinen Dienst nicht mehr erfüllt, dann braucht der Patient in der Regel ein neues. Okay. Und das transplantierst du dann? Könnte ich, aber nein. Herzen wachsen ja auch normalerweise nicht auf Bäumen. Deswegen ist nicht immer eins greifbar. Und da kommt die Kardiomyoplastie ins Spiel. Dabei wird der Latissimus quasi... Das ist ein Rückenmuskel. Danke, Bruder. Ja, der Latissimus wird quasi um das Herz des Patienten herumgelegt und erfüllt mit Hilfe eines Herzschrittmachers die Funktion des Herzmuskels. Ist ganz einfach. Und du bist beeindruckt, dass ich einen Tageslichtwecker reparieren kann? Ja. Die gelben Möhren sind sehr aromatisch, passen perfekt zu Ihrem Fisch. Danke für den Tipp. Tschüss. Bitte, tschüss. Tschüss. Wunderbar, dass Sie schon liefern konnten. Danke. Kein Problem. Selbstverständlich. Ja, danke. Danke. Tschüss. Na, hast du nichts in deinem Laden zu tun? Nein, nein, ich will nur ein bisschen spionieren. Meine Geheimnisse liegen offen vor dir. Ich sehe schon, du hast dein Sortiment aufgestockt. Mhm. Und du verkaufst diese gelben Kürbisse. Wo hast du die denn her? Alle meine Geheimnisse verrate ich dir nicht. Die versuche ich schon seit einer Ewigkeit bei meinem Großhändler zu bekommen. Ja, Großhändler verkaufen eben nur die Ware, die sie in Mengen loswerden. Da siehst du, das kann ich mir eben nicht leisten, jede einzelne Ware bei einem anderen Bauern zu kaufen. Dann kennst du das Geheimnis meines Erfolgs. Nein, nicht ganz. Das ist nicht alles. Ich glaube einfach, du bist authentisch. Ja? Du wirfst deine Persönlichkeit mit in die Waagschale und das schätzen die Kunden sehr. Das kann ich Ihnen bei meinem Supermarkt nicht bieten. Also werden wir uns nicht mehr in die Quere kommen. Dann könnten wir doch auch fusionieren. Hm? Hm?
Mein Arzt hat zwar gesagt, dass meine Wunde gut verheilt, aber um mich als Artist zu betätigen, ist noch ein wenig früh. Empfehlung von deiner Physiotherapeutin. Auf dem Ding darfst du ab heute sitzen. Vorsichtig, versteht sich. Okay. Ich glaube, so kann ich arbeiten. Endlich nicht mehr nur stehen, gehen, liegen. Arbeiten? Das willst du heute alles noch erledigen? Ja, warum denn nicht? Auf den Ball wird's gehen. Steh auf, ich brauche den Ball für zu Hause. Hm? Na gut. Aber heute Nachmittag haben wir beide einen Termin. Davon weiß ich nichts. Wir haben trotzdem einen Termin. Kann ich den Ball mit zum Termin nehmen? Pastor Mertens hätte sicher nichts dagegen. Wir treffen ihn, um über unsere Trauung zu sprechen. Wieso? Ach, ich habe doch gesehen, wie wichtig dir diese kirchliche Trauung ist. Und ich musste dich nicht einmal missionieren? Nein. Es ist dein Wunsch und ich möchte ihn dir erfüllen. Hm. Was ist denn das? Ja. Ah. Ja. Oh. Ja, rein. Moin. Moin. Alte Schule? Tja, wenn es um Zahlen geht, dann stehe ich auf den guten alten Bleistift. Ich war gerade auf der Ecke und dachte ich... Naja, du warst schon gestern so mies drauf. Setz dich, was ist los? Es gibt da diese Frau. Verheiratet. Jule Jansen. Na komm, pack's aus. Red nicht hier um heißen Brei rum. Wenn die Sache rauskommt, kann ich meinen Amt vergessen. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Ich weiß gar nicht, wo ich hergekommen bin. Sönke, jetzt warte doch mal. Überleg doch mal genau, was ist dir wichtiger? Diese Frau oder dein Amt? Mit Jule... mein Amt. Okay. Dann solltest du dich von ihr fernhalten. Ja, ich weiß auch, dass das nicht das ist, was du hören wolltest. Was rechnest du da überhaupt? Na komm, jetzt leck mal nicht an. Interessiert mich. Ach, das interessiert dich nicht, die Bohne. Aber gut, wenn du ein bisschen Ablenkung willst. Hier, schau mal rein. Das sind die ersten Umsatzzahlen unseres neuen Bio-Supermarkts. Unzufrieden? Nein, nicht wirklich. Ich habe genau da Umsatzeinbrüche, wo Vera mit ihren Produkten in ihrem Laden punktet. Ihr Brot ist verdammt gut. Ja. Das weiß ich auch. Hilft aber nichts. Ich werde diese Zahlen wohl meinem Teilhaber faxen müssen und ich weiß ganz genau, dass ihm das nicht gefällt, was er da lesen wird. Aber der Laden läuft doch. Ja, aber der Start war nicht so gut wie bei den anderen 5 Filialen. Meckern auf hohem Niveau, ne? Dann was machst du jetzt? Tja, ich werde meine Angebote anpassen. Ich werde Veras Angebote beobachten. Und wir müssen versuchen, irgendwie uns nicht mehr in die Quere zu kommen. Wow, das klingt als Abwechslung mal richtig vernünftig. Aber du hast recht. Ablenkung hilft nicht. Tja. Wem sagst du das? Die Hansesuite. Ja. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Drei Könige, Herr Dr. Thies. Vielen Dank. Wiedersehen. Hey, Naomi. Hi. Können wir kurz reden? Klar, worüber? Über dein Geld. Ach, das trifft sich gut, weil dann kannst du mir gleich deine Meinung sagen. Ich habe nämlich mit einem befreundeten Anlageberater über meine 27.000 Euro gesprochen und der hat mir diesen Risikofonds empfohlen. 12% Rendite garantiert. Super, oder? Ja. Sag mal, was genau verstehst du an dem Begriff Risiko nicht? Ich wusste, dass ich dir nicht erzählen soll. Das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich kenne dich inzwischen. Hey, ich habe gerade aus deinem 50-Euro-sentimentalen Erinnerungsbild 5.000 Euro rausgeholt, ja? Also so schlecht kann mein Riecher gar nicht sein. Was ist das? Das ist das Herbstmotiv dieses bretonischen Malers. Wurde gerade versteigert. Für 19.000 Euro. Dass das Herbstmotiv so viel abwirft, heißt noch lange nicht, dass euer Sommermotiv genauso viel bringt. Du verbrennst schneller Geld, als andere Leute das drucken können. Tom, es ist meine Sache, was ich mit meinem Gewinn aus dem Verkauf meiner Wohnung mache. Also rein rechtlich gesehen gehört die Wohnung ja mir. Also steht auch der Erlös des Verkaufs mir zu. Ja, aber du hast doch gesagt, die 30.000 Euro bleiben... Ich habe dir gesagt, dass du das Geld zurückbekommst, aber nicht wann und zu welchen Konditionen. Ich werde nicht zulassen, dass du dieses Geld wieder in den Sand setzt.
Deshalb werde ich dein Geld verwalten. Hey. Bereit? Bereit. Was ist? Kommst du? Jetzt stell dich nicht so an, das ist ein Hightech-Rucksack. Nein, ich komm nicht mit. Wenn der Rucksack zu schwer ist, dann lass ihn eben hier und wir kaufen dir in Fehmarn neue Klamotten. Es ist nicht der Rucksack. Es ist unsere Ehe. Es sind wir. Wir sind doch auf dem besten Weg. Wir fahren jetzt nach Fehmarn und danach ist alles wie früher. Wann früher? Jule, wir lieben uns doch. Das bildest du dir ein. Es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Wir müssen uns trennen. Der Termin passt doch bei uns ganz gut. Sollen wir dann gleich festmachen? Es gibt da nur ein Problem. Ich bin nicht in der Kirche. Aber Sie teilen den Glauben Ihres Zukünftigen nicht. Den Glauben schon, aber nicht die Nähe zur Institution Kirche. Und vielleicht kann ich Sie ja sogar noch von der Institution Kirche überzeugen. Oh, da haben Sie sich eine neue Lebensaufgabe gestellt. Denkbar schlechter Start. Ja, ich gebe zu, da ist noch Luft nach oben drin. Nicht, wenn direkt gegenüber ein zweiter Bioladen ist. Veras Grüner Garten, das ist ein reines Nischengeschäft. Er könnte der Grund für unsere schlechten Zahlen sein. Toller Einstieg, wirklich. Ich meine, kaum im Amt, schon haben Sie die erste Ehe zerstört. Sie sind doch so ein bigotter Lügner. Lars, bitte. Was? Nimmst du ihn jetzt auch noch in Schutz? Nein, dich. Du machst dich hier gerade zum Affen. Na und? Hauptsache, ihr beide seid euch einig.